Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Der Beste zu sein erfordert mehr als reine Stärke. Eine Ausrede für Schwache. Ich zeig dir, wer schwach ist. Nun, wenigstens ist die Familie wieder zusammen. Ich hole mehr Wein. Nun, das war nicht so schlimm, oder? Unglaublich, dass ich wieder eine Familie habe. Die Wege der Götter sind unergründlich. Niemand weiß um ihre Pläne. Ja, und hiermit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Und ja, eine glückliche Familie, eine schreckliche, nette Familie. Ja, schrecklich oder nett, mal. Jeder kann sich sein eigenes Bild machen. Okay. Die Götter wachen über uns. Das habe ich nur mir zu verdanken. Ja, das wäre wieder mal... Ach, da weiß man nicht. Ne? Das eine hört sich egoistisch an und das andere die Götter. Hm. Götter, was für Götter. Naja, mein. Jemand scheint über mich zu wachen. Du bist besonders. Das Leben, mit dem du gesegnet wurdest, ist nicht das Schlechteste, oder? Eine recht optimistische Sichtweise. Denk immer daran. Wer auch in dein Leben tritt, ich bin bei dir. Und die anderen erwarten uns auf dem Schiff. Bin direkt hinter dir. Oh, wow. Trophäe. Das Ende einer Odyssee. Oh, geht ab hier. Hey. Neues Spiel Plus ist freigeschaltet. Und... war das schon jetzt? Ach, ich habe keine Ahnung. Ah, verdammt, Krampf im Fuß. Okay, Fortschritte, bla bla, fortsetzen. Neue Quest, wir erinnern uns. Schauen wir mal, was wir da jetzt machen. Sieh nur, ich bin am Leben geblieben. Das war alles, warum ich dich bat, Sokrates. Ich wusste, du schaffst es. Ich hätte es auch versucht, wenn du nicht darum gebeten hättest. Am Leben zu bleiben ist nicht so einfach, wie es scheint. Es sind nicht viele von uns übrig. Dann zollen wir ihnen Tribut. Auch wenn sie jetzt nicht hier sind, waren sie es einst. Komm mit mir. Meine Einstellung zum Tod ist nebulös, weil ich nichts über ihn weiß. Deshalb weiß ich, dass ich ihn nicht fürchten sollte. Ich fürchte ihn auch nicht. Viele tun es, weil sie nicht wissen, was er für sie bereithält. Man kann nur darauf bauen, dass die Götter es wissen. Ja, so kann man es sagen. Ich bin erst gespannt, was jetzt kommt. Ich habe sie wie ein Kind behandelt. Aber nur, um sie zu schützen. Du warst ihr Freund und ihr Beschützer. Ich danke dir, dass du sie beerdigt hast, wie sie es verdient hat. Es sind noch zahllose andere hier im Elysion. Die Seligen haben sich ewiges Glück verdient. Einer davon ist unser großer Perikles. Athen schuldet ihm viel für seine Taten. Nicht ohne Grund nannten sie ihn den ersten Bürger von Athen. Er hat so viel geleistet. Und war doch so zurückhaltend. Ja. Hätte er seine Bürde doch nur geteilt. Wir kannten ihn nur so, wie er sich uns präsentiert hat. Aber vielleicht war das auch sein wahres Ich. Der Krieg hat uns so viele genommen. Auch Brasidas viel.
Das mag sein, doch als Spartiat erfüllte er seine Pflicht und starb auf dem Schlachtfeld. Ich hätte mehr tun können. Er war auf meiner Seite. Dein Überleben rächt ihn. Man wird seiner als Held gedenken. Die Menschen werden nicht vergessen, wie wir Cleon gestürzt haben. Anscheinend fanden Soldaten Cleons Leiche am Strand. Ein weiteres Kriegsopfer vielleicht? Wer weiß das schon. In der Hitze der Schlacht ist es schwer, sich an Details zu erinnern. Wie auch immer, möge er für seine Taten auf ewig im Tartaros schmoren. Und sei gewiss, dass unsere Freunde uns im Licht erwarten. Darauf trinke ich. Wer würde da Nein sagen? Nun, immerhin habe ich jetzt jede Menge Material für mein nächstes Stück. Weißt du noch, wie Alexios den Höker zur Strecke brachte, sodass ganz Korinth es sah? Das passt gut in ein Drama. Es gab noch keine Liebesszene. Lasst mich für etwas Inspiration sorgen. Schönheit ist kurzlebig. Du solltest sie einsetzen, Alkibiades. Und darauf will ich trinken. Auf uns, die das alles überstanden haben. Und auf die, die es überstehen wollten. Ein Trinkspruch so gut wie dein Gesang. Und auf die Götter! Nun, mein Lehrmeister, ich glaube, du solltest mich jetzt zu unserer Privatstunde entführen. Ich fürchte, dafür habe ich noch nicht genug Wein getrunken, Alkibiades. Dann füllt seinen Becher. Ah, so. Offiziell ist ja das Spiel, die Hauptstory von Alexios ja schon zu Ende. Aber ich möchte noch die Augen des Kosmos vernichten und natürlich noch die Atlantis-Story machen. Ich werde jetzt noch die Reise mit unserem Schiffmann hier machen. Schauen wir mal, was er so sagt. Nun, Freunde, es haben wir die Hauptstory des Alexios beendet. Die ganze Familie ist wieder komplett. Vorsicht, Krallen. Ja, richtig, Vorsicht, Krallen. Wir sind alle glücklich vereint. Und nun werden wir die Story des Kults, wir wollen den Kult vernichten, werden wir weiterführen und Atlantis. Und wir werden noch einige Kreaturen treffen, der Mythologie, die ich natürlich auch mit euch gerne weiter erleben möchte. Ab diesem Punkt hier werden nur noch die wichtigen Kämpfe der Kult, die Vernichtung des Kults Atlantis, werden wir zeigen. Ja, das ist jetzt unser nächstes Hauptprojekt, das ab hier weitergeführt wird. Nun, dann, wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach dranbleiben, die Glocke aktivieren, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sage ich weiterhin viel Spaß mit die Reihe von Assassin's Creed Odyssey. Aber ich kann gleich mal sagen, dass nach Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Origins starten wird. Und in der Zwischenzeit auch noch andere Projekte neu dazukommen. Ja, aber lasst euch überraschen. Daher immer schön dranbleiben. Bleibt sauber, bleibt gesund, euer Infected Delta.